Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Im letzten Part sind wir hier zurückgekommen in diese Stadt und heute machen wir hoffentlich die Arena, insofern es denn klappt. Oh, ist das schon der erste Trainer? Das kann doch gar nicht sein, oder? Naja, okay. Auf jeden Fall, so, du bist also wirklich gekommen. Du magst der Arenaleiterin vielleicht geholfen haben, aber in der Arena gilt immer noch das Gesetz des Stärkeren. Kämpfe entweder richtig oder gar nicht. Warum hast du mir das jetzt gesagt? Als ob ich das nicht wissen würde. Okay, auf jeden Fall, das wäre dann hier die erste Trainerin. Wir haben es hier mit einer Elektro-Arena zu tun, oder? Fragen wir mal den Typen hier. Stahl. Wieso dachte ich denn... Ach so, wegen Ampharos habe ich gedacht, Elektro, aber ich verwechsel das immer so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Egal, auf jeden Fall. Jasmin setzt ausschließlich Pokémon vom Typ Stahl ein. Sie nutzt den kalten Charakter dieser Pokémon, um ihr gutmütiges Wesen vor ihren Herausforderern zu verbergen. Okay, wir haben zwar ein Pokémon, das dagegen sehr stark ist, und zwar unser Vulpix, aber ihr merkt es schon, vom Level her ist es gerade mal 24, ne? Also, wir werden sehen, wie es sich hier so schlagen kann. Du hast mir im Leuchtturm bereits bewiesen, wie stark du wirklich bist. Aber du wirst all deine Kraft brauchen, um im Kampf gegen Jasmin zu bestehen. Ich hoffe, du gewinnst. Ach so, muss ich jetzt hier gar nicht mehr gegen die... Einfach die Arenaleiterin, keine Trainer davor. Ach so. Das war mir so gar nicht mehr bewusst, um ehrlich zu sein. Ich wollte gerade noch irgendwas ansprechen wegen Vulpix, oder? Moment. Ich wollte irgendwas erwähnen, aber dann... Ach, egal. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, ach so, ja. Der Stahltyp ist natürlich hier neu eingeführt worden. Zusammen mit dem Unlichttyp in der zweiten Generation. Und, ja. Wahrscheinlich haben sie es deswegen eine Arena gemacht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, dann kämpfen wir mal hier gegen Jasmin. Danke für deine Hilfe im Leuchtturm. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, mache ich es dir deshalb nicht leichter. Ich möchte mich noch einmal vorstellen. Ich bin Jasmin, die Arenaleiterin. Die Pokémon, die ich einsetze, gehören alle dem Typ Stahl an. Ka-ching! Hast du schon von diesem Typ gehört? Diese Pokémon sind eisenhart, bleiben immer kühl und berechnend und haben einen messerscharfen Verstand. Sie sind echt stark, in Ordnung? Das ist mein voller Ernst. Okay. Die sechste Arenaleiterin, oder? Ich meine, die sechste. Jasmin. Wollen wir mal schauen. Sie sieht relativ harmlos aus, aber das muss nichts heißen. Sie fängt mit einem Magnetilo auf Level 30 an. Magnetilo war in der ersten Generation lediglich ein Feuer-Pokémon, ein Elektro-Pokémon, aber seit der zweiten Generation ein Elektro-Stahl-Pokémon. Magnetilo ist ein speziell ausgelegtes Pokémon, soweit ich weiß, deswegen wird ihr Licht mir hier nicht wirklich viel weiterhelfen. Und Flammenwurf ist so oder so stark, deswegen gehen wir mal darauf und hoffen, dass es ein One-Hit ist, wird es aber nicht sein. Nee, nicht ganz, okay. Aber auch zweimal ist gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe mal, das wird nicht allzu viel Schaden machen. Da ist auf jeden Fall Step drauf. Also es wird auf jeden Fall die Hälfte mindestens machen. Das hatte ich befürchtet, um ehrlich zu sein. Aber okay. Auch damit können wir ganz gut zurechtkommen. Ich hatte echt gehofft, dass es hier ein paar Trainer davor geben würde. Aber nee, leider nicht. Wir haben halt auch jetzt noch Mr. Columbo, der mit Kampfattacken hier ziemlich gut aufgestellt ist. Ich hoffe mal, dass ich hier nicht irgendwann mal eine Statik abbekommen werde von irgendeinem Pokémon. Aber ich denke nicht. Ich meine, Magnetilo hat auch eh nur Schwebe, oder? Hat jetzt echt noch ein Magnetilo? Magnetilo, Magnetilo und dann... Magneton? Stalos bestimmt. Okay. Wir sollten uns hier nicht in die Irre führen lassen von diesen relativ schwachen Magnetilos, denn... Sobald ein mögliches Stalos rauskommt, ist das hier alles schon eine ganz andere Liga auf einmal. Okay, Donnerblitz wird einiges an Schaden machen, aber ist echt nicht die Welt. Oh, was zum... Macht deutlich mehr Schaden, als ich dachte. Verdammt, aber okay. Reicht das? Ja, okay. Und jetzt kommt dann wohl... Ich denke, sie hat einen Stalos, oder was denn sonst? Zweite Generation Stahl-Pokémon, Stalos, was sonst? Oder? Ja. Okay, dann müssen wir auf Pixel gehen, weil Gaudium wird da nicht viel machen können.
Und Nadi erst recht nicht, und Mr. Columbo ist momentan paralysiert. Deswegen schauen wir mal, ob es auch so geht. Stalos hat einen sehr hohen Angriff und einen sehr hohen Verteidigungswert. Von... Das kann ich nicht so schnell lesen, verdammt. Auf jeden Fall, auf Surfer zu gehen ist deswegen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der Stalos ist aber auf Level 35, deswegen müssen wir hier aufpassen. Wir sind ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Sandsturm, oh, er verschwendet so ein bisschen seinen Zug. Oder sie wohl, ja, ist ein weiblicher Stalos. Hat Stalos irgendeine Fähigkeit, die seine Initiative erhöht, wenn Sandsturm kommt? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich muss auf jeden Fall nochmal auf Surfer gehen. Ich habe keine andere Wahl. Was ist das jetzt? Wirklich? Ah, es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch. Es hat auch eine Zitrobeere oder sowas in der Art. Ja, Zitrobeere, okay. Eisenschweif. Und es trifft nicht. Oh, das ist bitter. Das ist sehr bitter. Auch wenn es damit getroffen ist, mit Stab drauf. Mein stählernes Herz gibt erst dann auf, wenn es vorbei ist. Das hätte auf jeden Fall jede Menge Schaden gemacht. Sie heilt ja gar nicht. Das war's. Das war's. Wir haben gewonnen. Das war ein geschenkter 6. Orden. Oder 5. Orden. Ich weiß es gar nicht mehr. Schade. Aber das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Das war beeindruckend. Du scheinst der bessere Trainer von uns beiden zu sein. Das gilt sowohl für dein Geschick als auch für dein Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. RGE erhält den Stahlorden. Also wie gesagt, das war geschenkt. Wenn du den Stahlorden besitzt, gehorche dir Pokémon bis zu einem Level von 70, selbst wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und jetzt nimm bitte noch das hier. TM23. Diese TM enthält eine Attacke namens Eisenschweif. Der harte Schwung mit dem Eisenschweif kann gelegentlich auch die Verteidigung deines Gegners senken. Also, hätte das hier nicht zumindest noch eine gegnerische Trainerin sein können? Oder der Typ hier, gegnerischer Trainer? Schade, ein bisschen enttäuschend ist es schon. Aber man muss auch dazu sagen, es gab in der zweiten Generation noch nicht so viele Stahl-Pokémon, ne? Magnetilo, Magneton, Stalos. Gab es Panzer-Aeron in der zweiten Generation oder ist es ein Pokémon der dritten Generation? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, die Auswahl war schon sehr stark begrenzt. Deswegen kann ich ja schon irgendwie nachvollziehen. Aber dennoch schade, dass es relativ einfach für uns war. Naja. Aber ich meine, der Stalos war halt auch auf Level 35. Viel mehr hätte man da nicht machen können, vom Level her. Vielleicht hätte man ein Magneton sein lassen sollen. Aber ansonsten weiß ich es jetzt auch nicht so genau. Was müssen wir als nächstes überhaupt machen? Kann ich jetzt hier lang? Ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wo wir als nächstes hin müssen. Wir haben jetzt, soweit ich weiß, 6 Orden. Hier kann ich nach wie vor nicht lang, oder? Er steht hier schon die ganze Zeit, um zur Kampfzone zu gelangen. Okay. Ja, nee, will ich nicht. Und, ja, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? So langsam müsste auch mal die Story mit Team Rocket hier so ein bisschen ins Laufen kommen. Kann ich schon fliegen? Ja, ne? Teak City. Mahagonia City. Ich meine, wir können ja mal versuchen, hier hinzukommen, ne? Fliegen wir mal hier hin, zu Teak City. Und dann von dort aus schauen wir mal weiter. Wo wir dann so hinkommen können und so, ne? Weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir als nächstes hin müssen. Aber das scheint momentan so der einzige Ort zu sein, wo wir hin können. Das Innere des Kesselbergs ist ein natürlicher Irrgarten. Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Okay, das sollten wir auf jeden Fall tun. Oh, ein Item dort oben. Oh, jetzt müssen wir tatsächlich auch... Oh, Dunkelklaue ist eine ziemlich starke Attacke. Gar nicht mal so schlecht. Das sollten wir vielleicht unserem Tyrakrok beibringen, aber momentan... Oh, was haben wir jetzt hier? Also, wer bist du denn? Oh, das tut mir jetzt wirklich leid.
Jetzt habe ich doch glatt einen passierenden Trainer umgerempelt. Bist du auch nicht verletzt? Hier, nimm das als Wiedergutmachung. Und jetzt sei tapfer und heul nicht rum, okay? VM04. Und das wäre dann ja wohl Stärke, genau. Die Attacke, die sich darin verbirgt, nennt sich Stärke. Wenn du sie einem deiner Pokémon beibringst, kann es damit störende Felsen aus dem Weg räumen. Nicht schlecht, oder? In Ordnung, ich wünsche dir dann mal einen angenehmen Aufstieg. Ja, tschüss. Viel Spaß bei was auch immer. Ich lese noch eben das Schild hier. Östlich nach Mahagonia City. Okay, haben wir noch hier irgendwas? Ne, hier können wir auf jeden Fall Kopfnuss einsetzen, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Hier könnten wir noch ein bisschen surfen. Machen wir mal erstmal das, bevor wir in die Höhle gehen. Was haben wir jetzt hier noch so Tolles? Okay, hier geht's auf jeden Fall weiter. Hier hätten wir noch einen weiteren Oh, da ist Suicune, aber das werden wir jetzt wohl nicht bekämpfen können, oder? Schauen wir auf jeden Fall mal. Es wird wahrscheinlich einfach wie immer wegspringen. Oder weglaufen. Ja, das war zu erwarten. Oh nein, wen haben wir denn da wieder? Suicune! Du bist so tapfer. Du bist so jung und schön. Du bist so anmutig. Du bist immer so schnell weg. RGE, du bist echt immer genau da, wo Suicune auftaucht. Naja, aber das Verlangen, Suicune zu finden, brennt in meiner Brust. Immer noch viel heißer als in deiner. Weißt du, meine Großeltern wussten einfach alles über alte Legenden. Als ich noch klein war, haben sie mir oft Geschichten erzählt. Besonders über Suicune. Suicune. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich herausgefunden habe, wohin dich deine Reise führt. Ach ja, habe ich das nicht schön gesagt? Ja, dieser Typ scheint Suicune echt über alles zu lieben. Naja, ist ein ganz cooles Pokémon eigentlich, ne? Deswegen kann ich es durchaus nachvollziehen. Nehmen wir hier mal die Aprikokos mit. Vielleicht sollte ich auch mal zurück nach Kurt gehen, der uns sicherlich ein paar Bälle mittlerweile wieder gebastelt hat. Aber um ehrlich zu sein, so wichtig sind die mir jetzt auch nicht. Ein Hyperball erledigt meistens den Job schon ganz gut, ne? Ein Supertrank, okay. Und dann schauen wir mal, wo wir hier noch hinkommen können. Ansonsten begebe ich mich dann gleich in die Höhle. Da brauchen wir Kraxela für, okay. Und der Typ dort hinten will wahrscheinlich kämpfen. Was haben wir jetzt hier? Ein Goldini, okay. Aber das können wir eigentlich nicht so wirklich gebrauchen. Was wir momentan gebrauchen können, ist auf jeden Fall ein Feuerstein und jede Menge Erfahrung. Für Nadi natürlich. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Das da wäre? Angler Amadeus. Okay, oh, ein Baldorfisch. Das gibt's ja auch noch. Um ehrlich zu sein, da hatte ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, dass es das Pokémon überhaupt gibt. Kaum das schaffen wir, oder? Hier einmal Irrlicht, damit es verbrennt. Dann ist sein physischer Angriff auf jeden Fall schon mal gesenkt. Er geht auf Härtner, das ist gar nicht mal so schlecht, weil ich ja eh speziell angreifen werde. Und, ja, wobei ich kann auch eben noch auf Konfu-Strahl gehen. Ich meine, dafür ist Vulpix eigentlich perfekt geeignet, ne? Sein Moveset ist echt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Kann man echt nicht viel gegen sagen. Es ist verwirrt, es wird nicht allzu viel Schaden machen, wenn es angreift. Deswegen viel passieren kann mir hier eigentlich nicht. So, dann hier schön auf den Flammenwurf und dann wird es auch schon gleich so gut wie down sein, auch wenn es nicht allzu viel Schaden machen wird, da Baldorfisch natürlich ein Wasser-Pokémon ist. Mich würde mal interessieren, was er hier so einsetzt. Aber er kommt gar nicht dazu. Ah, schade, 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 schade. Aber Baldorfisch ist auch so ein Pokémon, das echt in der Masse verschwunden ist, ne? In der Masse untergegangen ist. Schade eigentlich. So, damit wäre auch dieser Trainer hier besiegt. Oh, das gibt ja kaum Erfahrung, verdammt. Was? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, um ehrlich zu sein,
Wenn ein Feuer-Pokémon mein Wasser-Pokémon besiegen würde, dann würde mich das auch so ein bisschen irritieren. Aber naja. Ich will nicht deine Nummer haben. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. So, was haben wir jetzt hier? Kesselberg. Im Inneren des Kesselbergs befindet sich eine Höhle mit einem großen Wasserfall. Habe ich jetzt ernsthaft den ganzen Berg geskippt? Oder wie ist? Muss ich da gar nicht durch? Ich dachte eigentlich schon, aber keine Ahnung. Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Geheimversteck? Also, wenn es ein Geheimversteck ist, ne? Dann würde das ja eigentlich implizieren, dass es geheim ist. Aber wir sind hier mitten auf einer Straße vor einer Höhle. Und da ist auch nebenan noch ein Typ. Also, okay. Auf jeden Fall verschwinde, du Außenseiter. Muss ich die Logik dahinter verstehen, oder wie ist Pokemaniac Goro? Auch wieder so ein komischer Name, ne? Goro. Dann gehen wir mal hier auf den Flammenwurf. Da brauche ich gar nicht erst groß auf Irrlicht oder so gehen. Ich glaube, das werde ich einfach mit zwei Hits killen können, oder? Genau, genau. Rutenschlag wird nichts machen, weil es den Effekt gar nicht so richtig nutzen kann. Das nachfolgende Pokémon vielleicht schon, aber Nidorina an sich natürlich nicht. Und down. Ich wünschte, das würde ein bisschen mehr Erfahrung geben, aber naja. Und da kommt auch direkt das Nidorino raus. Soweit ich weiß, ist Nidorino auch so ein bisschen stärker in der Offensive, oder? Aber sicher bin ich mir da gerade nicht so ganz. Wenn ich jetzt Glück habe, wird das Nidorino verbrennen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nope. Okay, ja gut, es greift eh nicht an. Von daher ist das eigentlich relativ egal. Also manchmal würde ich mir echt wünschen, dass die KI ein klitzekleines bisschen besser wäre, aber naja. Goro wäre besiegt. Ich hätte meinen Mondstein verwenden sollen. Ja, das wäre ganz gut gewesen. Ich könnte einen gebrauchen. Heißt das, dass es hier drin einen gibt? Wahrscheinlich dann ja, oder? Warte mal, ich würde auf jeden Fall sagen, wir schauen uns die Höhle mal an. Weil wäre ja Quatsch, einfach die Höhle zu überspringen. Das ist ja auch nicht wirklich Sinn der Sache hier. Deswegen schwimme ich mal eben schnell zurück. Und dann schauen wir uns die Höhle ganz von Anfang an an. Und mal schauen, was wir dort alles so finden können. Wahrscheinlich auch noch jede Menge weitere Trainer, die uns noch ein bisschen helfen werden, unser Vulpix zu leveln. Bitte kein Blitz, 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 okay. Ich werde ja wahrscheinlich Stärke brauchen, weil ich das ja gerade bekommen habe. Ich habe aber einen Kleinstein im Team, deswegen bringen wir mal dem Kleinstein das eben bei. Genau, hier Stärke bringen wir dem mal eben bei. Und okay, Kleinstein versucht das zu erlernen. Ja, ja, ist ja schön und gut. Und dafür verlernen wir dann einfach mal Lehmsula, weil es ja so oder so nicht wirklich viel macht. Stärke wäre erlernt. So, aber um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt hier so auf die Uhr schaue, ich glaube, es wäre ganz gut, den Part hier an dieser Stelle zu beenden. Ich weiß, der Part ist nicht allzu lang, aber bevor wir jetzt hier mit einem neuen Bereich anfangen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir das einfach im nächsten Part machen werden. Deswegen ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch wäre wie immer sehr nett. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dann!